Wir beginnen unsere Radtour in Flensburg. Die Stadt liegt idyllisch an der Flensburger Förde, direkt an der deutsch-dänischen Grenze. Einst war Flensburg Zentrum der Rumpfverarbeitung. Kaufleute fuhren von hier bis zu den westindischen Inseln. Heute ist die Stadt Mittelpunkt des nördlichen Landesteils Südschleswig und Universitätsstadt. Das Wasserschloss Lyksborg war unter anderem auch Residenz des dänischen Königshauses. Die Stadt Lyksborg ist übrigens die nördlichste Stadt in Deutschland. Die fast 200 Jahre alte Korn- und Schöpfmühle Charlotte steht im Naturschutzgebiet Geltinger Birk. Dieses Naturschutzgebiet ist ein wichtiges Brutgebiet für rund 200 Vogelarten, die es zu verschiedenen Jahreszeiten auf die Halbinsel zieht. Hier leben auch die Konigs, eine Herde Wildpferde. Die Stadt Kappeln liegt an der Schlei. Der Name Kappeln geht auf eine Schifferkapelle zurück, die im 12. Jahrhundert errichtet wurde und die es heute nicht mehr gibt. Mit einer Höhe von gut 30 Metern und insgesamt 8 Stockwerken ist die Amandamühle in Kappeln die größte Holländermühle in Schleswig-Holstein. Die Schlei sieht aus wie ein Fluss, doch es ist eine Förde. Mit 42 Kilometern zieht sich der schmalste, aber längste Meeresarm der Ostsee weit ins Landesinnere. Thank you.
Natürlich bieten sich die vielen Strände zu kleinen Wanderungen geradezu an. So erkunden wir manches Mal die Küste auch ohne Rad. Ja, wir sehen Bärbel jetzt hier am Kochen. Das ist übrigens das Schöne, wenn Bärbel dabei ist, dann gibt es immer was Vernünftiges zum Essen. Wenn ich alleine unterwegs bin, dann gibt es meist immer nur diese Erbsensuppe aus Konservendosen den Namen darf ich ja gar nicht sagen. Das ist jedenfalls das Lebensmittelgeschäft, wo es all die guten Sachen gibt. So, jetzt wollen wir mal gucken, was Bärbel uns da heute so hinzaubert. Bärbel, mach nicht so viel Wein in die Soße, den wollen wir trinken. Das geht nicht. Bärbel hat nämlich so das Bestreben, Soße mit viel Wein zu machen und ich kriege da nicht so viel zu trinken. Das geht gar nicht. Ja, heute gibt es Lachs. Bärbel, das ist Lachs mit Gorgonzola-Käse, ne? Ja. Ja, genau. Und das ist ein ganz hervorragendes Gericht. Dazu schöne Aufbackbrötchen. Ja, und natürlich ein bisschen Wein, wenn Bärbel da nicht hoffentlich nicht... Und Tomaten. Hätte ich jetzt ja fast vergessen. Genau, Tomaten gibt es natürlich auch noch. So, jetzt wird der Deckel drauf gemacht. Und der Lachs, der fängt jetzt an zu köcheln, ne? Ja, Bärbel, ganz hervorragend. Hast du ganz toll gekocht. Wie gesagt, ganz toll, wenn du dabei bist. Sonst ist für mich ja nichts Nötiges zu essen. So ist das bei uns, Leute. Prost! Kiel. Die nördlichste Großstadt Deutschlands liegt an der Kieler Förde und ist Endpunkt der meistbefahrenen künstlichen Wasserstraße der Welt, dem Nord-Ostsee-Kanal. Die Stadt ist traditionell ein bedeutender Stützpunkt der deutschen Marine und auch bekannt durch das jährliche internationale Segelereignis der Kieler Woche. Und dann gibt es natürlich auch noch die kulinarische Spezialität der Kieler Sprotten. Im Zweiten Weltkrieg wurde Kiel wegen der dort ansässigen U-Boot-Werft schwer bombardiert. Daher ist nicht viel alte Bausubstanz vorhanden. Prägend jedoch ist nach wie vor die Schiffsindustrie. In jüngster Zeit machen viele Kreuzfahrtschiffe in Kiel Station. Das weithin sichtbare Marine-Ehrenmal in La Boe prägt mit seinem 85 Meter hohen Turm das Bild der Kieler Außenförde. In La Boe steht das Museums-U-Boot U-995. 1943 unter dem Namen Hecht gebaut,
wurde es bis zum Kriegsende vorwiegend im Nordmeer eingesetzt. Nach dem Kriegsende benutzte Norwegen das Boot. 1965 wurde es als Zeichen der Aussöhnung der deutschen Marine geschenkt und in Labö aufgestellt. Als historisch-technisches Museum veranschaulicht das U-Boot die beklemmenden Lebensbedingungen der Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Ja gut, die Männer aus dem Film Das Boot sind da natürlich schneller durch als ich.